Ja, natürlich. Es ist eine alte Bewegung. Wir Alten sterben langsam aus. Also ich werde jetzt demnächst 90. Ich war 50, wenn ich mir das überlege, als ich angefangen habe. Wie hat es denn begonnen? Damals war es ja noch gar nicht die Bürgerinitiative Umweltschutz. Nein, es hat damit begonnen, dass wir erfahren haben, dass in Langendorfen oder überhaupt im Landkreis Lüchow-Dannenberg an der Elbe Standorte gesucht werden für Atomkraftwerke. Das war das große Ziel der SPD-Regierung damals unter Kubel. Und wir haben dann, es wurde also immer ziemlich verdeckt, man suchte für Wirtschaftsanlagen oder irgend sowas, man hat nie genau gesagt, wofür. Aber wir haben dann erfahren, aufgrund einer Anzeige des Gemeinderates, dass verhandelt werden sollte über diese Flächen. Und haben dann so Leute, die sich kannten, hier im Landkreis zusammengetrommelt. Das sind hauptsächlich Leute gewesen, die entweder also aus dem Umweltschutzbereich kamen und haben uns dann getroffen in Gusborn. Und da gehörten auch schon die Künstler dazu. Ich weiß, Uwe Bremer war da und Nikolaus Braun war schon da. Und haben das dann besprochen. Wir hatten ja kein Geld, wir hatten gar nichts, außer uns haben einmal gesagt, wir müssen also unbedingt eine Anzeige aufgeben, müssen die Leute aufrufen, zu einer Bürgerinitiative zu bekennen. Und dann haben wir überlegt, ja, was haben wir eigentlich dagegen? Das war so, das werde ich nie vergessen. Wir müssen was schreiben, aber was haben wir zu schreiben? Was haben wir mitzuteilen den anderen? Und haben dann also diesen ganzen Pfad, den die Radioaktivität vollbringt, Wasser, Luft, Boden rein in den Menschen, in die Tiere. Das war also noch der Text unserer ersten Anzeige. Und da haben wir noch unterschrieben, Bürgerinitiative AL, Atomkraftwerk Langendorf. Naja, Gorleben kam ja erst 77 dazu. Ja? Wir haben ja die Jahre 74, 75, 76 habe ich persönlich benutzt und habe mit den vielen Bürgerinitiativen in der Bundesrepublik, mit dem Landesverband Bürger, mit dem Bundesverband Kontakt aufgenommen und da hatten wir schon eine ganz große Vernetzung. Wie war das, als Gorleben dazu kam, die Standortbenennung? Also ich persönlich wusste es, dass das kommen kann. Das habe ich bereits im November erfahren. 76, als die anderen Bürgerinitiativen, die anderen Standorte bei Ministerpräsident Albrecht waren, das ist ja auch dokumentiert inzwischen, wo man vorgeschlagen hat, es könnte ja auch der Landkreis Lüchow-Dannenberg werden. Und da hat man mich natürlich sofort angehört und gesagt, Moment, passen Sie mal auf, ne? Wir haben dann auch gleich die erste große Veranstaltung gemacht im Ratskeller mit Mitgliedern der Bürgerinitiative Lebensschutz Uelzen. Die hatten ja das Problem vorher. Und an dem Abend wurde eigentlich, es war wahnsinnig voll, wurde von vielen Anwesenden, vor allen Dingen Undine von Blottnitz auch, gefragt, ja, wo können wir Mitglied werden? Wir möchten mithelfen. Ja, ich sage, Mitglied werden kann man bei uns nicht, weil wir keinen Verein haben. Und wir haben an dem Abend dann noch beschlossen, dass wir eine Satzungsgruppe zusammentrommeln, wer will. Und dann, also ich habe nicht daran teilgenommen, und dann die Satzung ausgearbeitet haben für eine Bürgerinitiative, die dann als Verein eingetragen wurde. Und heute, was ist daraus geworden? Wo muss man jetzt? Ja, das ist eine Frage, die man sich eigentlich gar nicht so stellen darf, um nicht den Mut zu verlieren. Es ist Gott sei Dank etwas, was ich am Anfang nicht wusste, dass ich 40 Jahre meines Lebens dieser Bewegung hier im Grunde genommen nur widmen werde und nichts anderem. Also ich habe Kunst nebenbei, das ist dann mein Ausgleich, dass ich da doch ziemlich viel gemacht habe und auch noch mache. Aber ich glaube, also über Zeiträume haben wir gar nicht nachgedacht. Wir haben ja auch gar nicht gewusst, was kommt auf uns zu. Man arbeitet eben so, wie es gebraucht wird. Haben angefangen, Wiederaufarbeitungsanlage, das war unser erster Schwerpunkt. Und der wurde ja dann nach dem Treck, kam ja die Wiederaufarbeitungsanlage erst einmal weg in Gorleben
entstand später in Dragan. Und da ging das von Neuem los und mussten uns aber hauptsächlich nachher auf die Bohrungen und den Salzstock fokussieren. Und ich meine, bei jedem Thema, was gekommen ist, haben wir, oder ich kann nur von mir sagen, wahnsinnig viel dazu gelernt, denn wir mussten uns ja mit der Materie beschäftigen. Wenn ich mich mit Politikern damals unterhalten habe, wenn wir hier unsere großen Sitzungen gemacht haben, da mussten wir den Paroli bieten können. Und das haben die auch, also die Betreiber, zugegeben, ja, dass die Bevölkerung hier unglaublich gut Bescheid weiß. Das hat dich auch geprägt, 40 Jahre. Ja, das hat mich geprägt. Ich habe sehr viel dabei gelernt. Ich könnte heute auch nicht sagen, was hätte ich gemacht, wenn nicht. Bürgerinitiative, ich meine, ich habe mich immer schon engagiert. Ich habe mich vorher in der Kirche engagiert. Das lag daran allerdings, dass ich Kinder in dem Alter hatte. Wenn die dann raus sind, gut, dann habe ich angefangen, mich für das künstlerische Leben hier zu interessieren. Und ich weiß es nicht, wie mein Leben anders verlaufen wäre. Also ich habe es nur nie bereut, dass ich es gemacht habe. Und ich denke, das ist wirklich das Beste, was ich von meinem Leben sagen kann. Es ist keine vergeudete Zeit gewesen. Es war für mich eine sehr fruchtbare Zeit, für mich persönlich. Und wie lange es weitergeht, ich werde das Ende bestimmt nicht mehr erleben. Aber ich bin da immer noch optimistisch. Ich glaube auch noch an Wunder, trotz allem. Und insofern, auf dem Papier sieht es nicht so aus, als sei Gorleben aus dem Rennen. Aber die Welt hat schon manches Wunder erlebt. Vielleicht erleben wir das auch noch.